Hallo und herzlich willkommen hier bei den Nachbarn an. Ich bin's hier, euer DJ85 und herzlich willkommen hier in War Thunder. Jo, ich wollte mit euch heute mal auf eine Zero-Action gehen. Denn es gibt leider sehr viele Spieler da draußen, die die Japaner irgendwie nicht mögen und vor allem ihre Flugzeuge nicht. Oder zumindest sie unterschätzen. Denn die Zero ist ein super geiles Flugzeug. Ich weiß nicht, was manche da draußen haben gegen diese Dinger. Ich finde sie einfach nur rattenscharf und geil. Vor allem, guckt euch doch mal an, wie die aussehen. Alter Schwede. Die schreit doch gerade nach zu, ich weiß nicht, ich hau dich kaputt, ich zerschieß dir die Flügel, ich mach dich platt. Allerdings muss ich eins bei den Zeros sagen. Eine Sache müsst ihr auf jeden Fall berücksichtigen. Und das betrifft die Munition. Ja, denn wenn ihr ohne Leuchtspur schießt, ne, guckt mal euch das an. Hochexplosive Splittergranate, drei Stück hintereinander und dann kommt eine API, panzerbrechende Granate mit Brandsatz. Nur zwei Stück. Also da müsst ihr leider, also meine Empfehlung ist wirklich, wenn ihr, ne, weil die Hochexplosivdinger, die machen nur 2 mm Schaden. Okay, ich sag mal so, man kann damit schon ganz schnell mal Motor in Brand setzen, aber meine Empfehlung, dann habt ihr Leuchtspur dabei, aber, ne? Dann habt ihr was richtig, einen richtig guten Gurt dabei. Da habt ihr mindestens, wenn ihr das selber sehen könnt, vier Schüsse, also vier Munition, ja, vier Kugeln, sagen wir es so, die eine panzerbrechende sind. Vier Stück. Danach kommt dann halt HEF und dann HFT. Ne? Also ihr könnt richtig drauflangen, dann natürlich bei dem hier, also da könnt ihr, okay, da könnt ihr auch ohne Leuchtspur nehmen, aber ich habe das jetzt mal vereinheitlicht, ich habe da jetzt einfach mal eine Allzweck reingehauen, die wird, da ist schon was Gutes zwischendrin immer dabei, ne? Ja. Das gilt aber für die Zeros, manche Maschinen gehen dann auch anders da könnt ihr dann ohne Leuchtspur, bei der J7 muss ich allerdings sagen, dieses Teil, ganz schnell. Also ich habe jetzt auf Allzweck, ne? Ohne Leuchtspur. Ja, habt ihr nur HEF und P. Übungsgranate. Ja. Bei Leuchtspur ist nur HEF dabei. Bei Bodenziele, ne? Ist, weißt, also es ist eine Übungsgranate und trotzdem macht die Schaden. Ich raff's nicht ganz. Also, es heißt ja nicht umsonst Übungsgranate. Eigentlich dürfte die gar keinen Schaden machen. Aber, ey, keine Ahnung, vielleicht gab es auch einen Übersetzungsfehler, wir wissen es nicht, ne? Und bei Allzweck ist halt alles Mögliche dabei, daher. Die ist übrigens sehr schwierig auszuleveln. Gerade am Anfang werdet ihr lange brauchen. Aber es lohnt sich, die Geduld aufzubringen. So, jetzt gehen wir ja nicht in die Schlacht rein. Bisschen hier Action machen. Und ich sag das extra noch dazu, ich betone es noch extra, ich fliege jetzt Arcade, nicht realistisch, wenn jetzt einer, weil ich wurde vor einiger Zeit mal kurz angeschrieben von jemanden, der sich darüber, ja, wie soll ich das am besten sagt, chauffiert hat, aufgeregt hat, dass ich, ja, naja, da fliege und er nicht versteht oder verstanden hat, warum dann da alle möglichen Nationen drin sind. Das muss doch, ist doch gar nicht möglich in realistisch. Und ja, also wenn man den Unterschied zwischen RB und ABA versteht, dann muss man sich nicht aufregen, ne? Ich verstehe diesen Menschen auch nicht so ganz, was ihn jetzt so gestört hat, dass ich Arcade spiele. Ich habe das schon von Anfang an gesagt, dass ich mehr Arcade-Spieler bin, aber naja. Es gibt halt Menschen da draußen, Leute, ihr wisst es, wie es ist. Es gibt wirklich Menschen, die regen sich über alles und jeden auf. Ne? Also, da kann ich nichts gegen machen. So. Ihr könnt natürlich auch Bomben mitnehmen, aber auf der Karte lohnt sich das nicht. Ich sag mal so, wenn jetzt hier Frontlinie wäre, dann hätte ich jetzt 2 Bomben eingepackt. Weil das sind 60 Kilo Bomben, die helfen nichts. Damit könnt ihr vielleicht leichtes Bodenziel klatschen, aber so wie ich das sehe, seht ihr das? Das sind alles mittelschwere bis schwere Bunkeranlage, die kriegt ihr damit nicht platt. Okay. So, was haben wir denn da alles drin? Oh, lauter schöne Bomber.
Natürlich ist die Zero verdammt nett zu bombern, ne? Sehr liebenswert. Deshalb fliegen wir jetzt nach oben, um diesen netten Bombern einen Besuch abzustatten. Wollen wir sie willkommen heißen? Eine Jacke ist oben, Whirlwind. Ja, der wird locker Bomben bei sich haben. Apropos Bomben, wo sind die Bomber? Aha. B-25 auf Tiefflug. Okay, das ist wieder sowas von unnormal. Oh. Oh, ich glaube, der will eine Konfrontation gehen. Ah, da ist doch was. Eine HE. Dann holen wir uns mal eine HE. Wenn uns keiner dazwischen kommt. Habe ich nämlich in letzter Zeit das Problem, dass mir irgendwer immer dazwischen kommt. Ja, was sage ich? Oh, da, der ist ja noch eher dran. Na komm, langsam. Sind ganz schön viele. Oh, ja, ja, Firefly, du kannst mich mal. Na komm. Jo. So schnell geht das mit dem. Ah! Und weg. Und der nächste bitte. Und noch einer. Die HE will mit mir kurven? Ah! Okay. Okay. Scheiße. Ja, nicht das Frontgeschütz zu unterschätzen. Das ist nicht ohne bei dem Ding. Holy shit, ey. Hat der mich da mit seinem Gunner erwischt? Das ist aber nicht sehr nett. Das ist sehr, sehr böse. Sehr ungezogen. Ja gut, eins muss ich den Japanern noch sagen. Sie haben alle einen... kleines Problem, sie neigen schnell dazu, motortechnisch hier, also, ne, motortechnisch zu brennen. Und da hat man jetzt eben gesehen, der Motor hat ganz schnell gebrannt, aber what the fuck, ey. Das war ja wie eine fette Explosion. Wo ist der eigentlich jetzt? Ich hab gar nicht mehr drauf geachtet, ich glaube, der ist schon tot, oder? Hey, ne, der lebt noch. Und wo ist der? Da oben? Hä? Nee, das kann jetzt nicht sein. Der war nicht oben, der war unten. Der war irgendwo in der Ecke da unten. Hm. Dann ist er doch schon tot. Tja, die Waller die Qual. Yaki. Okay, ich höre irgendwas, was auf mich abzielt. Nein. Hä? Obwohl, was mit den Ohren? Okay, der ist tot. Dann holen wir uns die Messerschmitt. Ein Burning Man! Ach ja, das sollte man auf keinen Fall machen. Ich hab's gemacht. Ich war das nicht. Andere hat da geschossen. Ein Spaß. Aber ihr seht, die ist einfach nur geil, die Maschinen. Die sind einfach nur geil. Und davon sind so viele vorhanden. Das ist einfach der Wahnsinn. Oh, 3 Flugzeuge habe ich ja schon. 3 habe ich schon. Hm. Schafft er es, die B-34 da oben abzufangen? Ich glaube nicht. Ey, guckt euch das an. So viel Speed hat er dafür nicht. Puh, ich könnte da hoch, aber wenn ich da oben bin, was will ich da? Schieß den ab und dann wieder runter. Andererseits, der kriegt den nicht. Aber P-51 Mustang, die kriegen das schon hin. Dann suchen wir uns mal ein paar andere Gegner. Ja, fliegen wir da in das ganze Gewirr rein. Hier der Whirlwind. Der sucht was.
Also ich muss echt sagen, ich sehe schon sehr viele Leute mit dem Namen Renamed in letzter Zeit wieder. Also, sind gar nicht mal so wenige. Ja, für die, die sich jetzt fragen, Renamed, was soll das jetzt sein? Ganz einfach. Wenn ihr einen Namen wählt, der auf der schwarzen Blackliste von Gaijin steht, also der da nichts zu suchen hat, wie zum Beispiel... Oh, au! Der ist drauf angelegt, die Sau. Drei ineinander oder wie? Wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel jetzt... Naja, sagen wir mal, okay, also der Name Rommel steht auf der Blacklist zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Stalin drauf steht. Nietzsche steht drauf. Komischerweise. Dann lauter viele andere Nazi-Namen. Natürlich auch sexistische Namen stehen drauf. Ne? Also es kommt selten vor, dass hier noch einer rumfliegt, der sich nennt der Megapenis oder Pimmel am Himmel oder... ja. Naja. Der Samenspender und so ein Scheiß, also ich sag mal so. Ja, also alle Namen, also die exakte Liste davon, boah, da müsst ihr gucken, entweder bei Reddit oder im Forum, aber ich glaube nicht, dass das Gaijin reingeschrieben hat. Ich weiß es nicht. Aber halt so Namen, die halt da einfach nicht sein dürfen, ne? Gerade von bekannten Nazis oder so, auf keinen Fall verwenden oder sonst irgendwas, was halt einfach nicht passt. Ich hatte mal, das ist aber lang her, da gab es zwei Leute, der eine nannte sich die linke Titte und der andere nannte sich die rechte Titte. So, das hat nicht lange gedauert, dann sind sie auf diese, sind sie dann, ne, aufgefordert worden, sich einen Namen zu wechseln. Moment, der ist so kalt. So kommst du nicht davon. Friss! Friss! Frisst du Schwein? Yeah. Dass die nie fressen wollen. Hat euch eure Mama nicht beigebracht, alles zu essen, was auf den Tisch kommt? Da muss man Nerven haben, Leute. Da muss man Nerven haben. Schwöre ich euch. Keine ruckartigen Bewegungen dann. Und viel Glück muss man dabei haben. Denn es gibt immer wieder welche, die meinen dann, den Tag kaputt zu machen. Die sagen sich dann, okay, dann ziehe ich jetzt nach unten und ramm den. Dann kriegt er vielleicht den Kill, aber sein Flieger ist auch im Arsch. Das war geil. Oh, der ist schon tot. Was fliege ich an der toten Donau? Okay, ab nach oben, Wellington noch rein. Also zum Steigen sind diese Dinge auch ganz gut gedacht. Okay. Oh, ich hab... Ja. Außer der Tropf ist oben. Ja, die Tropf sind immer... Immer sind sie oben. Ich hätte nach links gucken sollen. Ihr solltet euch auf dieses Radar, das ihr da habt, auf keinen Fall zu sehr drauf verlassen. Das Ding ist ungenau. Richtig ungenau. Das zeigt nicht immer alles an. Also... Das oben rechts am Bildschirm. Das zeigt wirklich nichts alles an. Es ist leider so. Habe ich schon oft genug kennengelernt. Da denkst du, wo kommst du denn her? Und ja. Also verlasst euch nicht aufs Radar. Man kann es nutzen, so grob, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Puh. Ah, komm, ich hole mir die Wellington. Aber ich glaube eher, der schafft's nicht ran, oder? Weiß gar nicht. Ist so schwer abzuschätzen. Ah, nee, der ist tot. Er ist tot, er ist tot. Okay, wen holen wir uns? Oh ja. Was? Ich hatte die MI-410 erwischt? Das soll ein Scherz sein. Die andere Leute lieb haben, ich will jetzt nicht spielen. Boah. Die zünden mich ständig an, ja. Was?
Wie hat denn der seine Hackern ausgeskillt? Leckt mich am. Entschuldigung, Leute, das war ein falscher Ausdruck. Aber naja, was will man da auch sagen, oder? Ich meine, wie oft kommt das vor, dass eine Mi 410 der Hackgunner so präzise ist? Das haben wir selten. Die meisten ziehen das mit den Dingern nicht mal richtig durch. Die leveln das Ding höchstens komplett aus, also machen die, machen das halt so, dass alle Modis drin sind und dann rühren sie die Sache nicht mehr an. Nichts gegen die Mi 410. Aber also, ich würde mal sagen, ja, sie gehört nicht zu meiner Lieblingsvariante an den deutschen Flugzeug. Nee. Also, dann nehme ich lieber die BF-109er oder die BF-110er, die sind mir lieber. Die sind weitaus besser. Die Schlacht läuft ganz schön lange, Leute. Ja, es kommt selten vor. Haben wir noch ein paar Bomber übrig von uns? Oh, scheiße, wir haben noch einen Bomber. Scheiße. Die Gegenseite. Okay, ja gut. Ja. Ja gut, die Firefly und die 185er, die können uns noch ein paar Bodenziele wegkloppen. Ja, also 7 Bodenziele wegmachen und wir haben verloren. Nee, Entschuldigung, haben wir gewonnen. Entschuldigt, falsch. Die müssen bei uns noch. Oh, 18. Ja, viel Spaß. Das schaffen sie nicht mehr. Ich habe gerade den den Balken oben irgendwie verwechselt mit uns. Keine Ahnung warum. Ja, das ist ein Fehler. Was ich da jetzt gerade mache. Ich bin zu nah an ihrer Flak. Ich krieg jetzt eins aufs Maul mit der Flak. Boah. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Meins. Verpisst euch von meinem Ziel. Ach, verdammt, ist das geil. What? Nicht schon wieder, oder? Hat Gaijin irgendwas an den Japanern geändert? Zum Schlechten? Das wäre richtig mies. Ja, gut. 6 Flugzeuge. Ey, das ist schon was. Wie gesagt, sie haben halt einen Nachteil. Der Motor brennt immer sehr schnell, allgemein brennen öfters mal diverse japanische Modelle sehr schnell. Dazu gibt es eine kleine interessante Geschichte. Das war damals wirklich so und da muss ich, denke ich, drüber nach, ob das einen Sinn ergibt. Ob das wirklich so logisch war. Manche japanische Flugzeuge, also die Flügel, damit sie schneller fliegen, damit das Kleiden und allgemein besser funktioniert, wurden mit Fischöl eingeschmiert. Ja, es ist wirklich so. Problem ist nur, Fischöl brennt sehr gut. Eine Brandgranate, die vielleicht blöd aufschlägt auf den Flügel, ne? Funke und ja, wer rechnen kann, ne? Wer damit. Hä? Also das Radar, ihr seht, das verarscht einen, wo es nur kann. Okay, das ist der da, der ist tot. Der wird trotzdem noch vom Radar, aber das andere eben. Tja, die SB2 lebt noch. Ah, okay, die ist. Ah, wir haben verloren. Gewonnen. Entschuldigt. Boah. Ja. Ich bin voll neben der Spur. Sie haben verloren, wir haben gewonnen. Oh, ist das geil. Bisschen verwirrt, Kreut. Grad. Mein Deutsch lässt auch gerade nach. Ja. Sieht ganz gut aus. Direkt Flieger. Was will ich mehr, ne? Und ihr seht, also die Zeros sind schon, sie sind super. Man kann mit ihnen auch gut kurven. Steigrate, weiß ich jetzt gar nicht, das ist unterschiedlich. Also hier, die A6M2 Version. Das ist, wenn ich mich nicht irre, die erste. In der ganzen Reihe. Ja, das ist die allererste. Die drin ist hier zumindest. Da kommen bestimmt noch mehr. Na, da kommen bestimmt noch mehr. 20,6 Meter pro Sekunde, dann 22, 21, Moment, was haben wir hier? 22,1, 21,8, ne, ein bisschen weniger.
25, die A6M5 Ozu zu 25,2 Meter pro Sekunde. Steigmonster war, sagt man dazu, ne? Dann haben wir 23,9 und die Premium, die hat 25,3. Oh, ich würde sagen, die ist die höchste. Ja, die ist die höchste. Der eine oder andere würde sich jetzt beschweren, sagen, da ist ja nur eine, bis die 20 mm drin und es mehr Munition von der 7er oder so, ne? Also ich habe das schon mal erlebt. Da hat sich irgendwie beschwert von wegen, ich habe von dem der Munition viel zu viel und von der anderen, die ich eigentlich brauche, habe ich so wenig. Warum? Die 7er macht doch auch Schaden. Ne? So, was ist übrig geblieben? Ja, seht ihr? Ist doch ganz gut, was übrig geblieben. Ja, okay, die Reparaturkosten sind schon nicht, aber von den ganzen Modellen, die ich eingesetzt habe, 15.000, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Manche kosten halt in der Reparatur viel. Das Premium kostet unter. Warum kostet das Premium so viel? 8.000? Wow. Gaijin schätzt die Effektivität von den Dingern, deshalb sind die in der Reparaturmasche von ihnen auch so teuer. Das hat den Grund. Also, versteht ihr? Umso effektiv das Flugzeug ist oder der Panzer, umso teurer ist er halt eine Reparatur. Und ja, das hier ist halt ein Killer. Diese A6M-Modelle, die sind einfach der Hammer. Ich liebe sie und ich fliege auch gern mit ihnen, allgemein mit den Japanern. Es gibt ja viele japanische Flugzeuge. Da macht es einfach Spaß. Hier in den ersten Reihen J1N1, mein Gott, ey, mit einer Rating von 1,7 seid ihr da der King. Da sind auch viele Doppeldecker unterwegs. Und ihr fliegt schon mit etwas rum, was 60 mm bei sich, 20 mm bei sich hat, entschuldigt. Ich habe gerade auf die Munitionsanzeige gesehen und was verwechselt. 20 mm bei sich hat. Also, ist schon der Hammer. Auch wenn ich das mit diesen Abwehrtürmen, was das da hinten drauf hat, das ist ein bisschen konfus, aber ist trotzdem nicht schlecht, funktioniert. Ne? Der war 7er, Moment, ich zeig euch noch eine 20er, aber ich glaube, ich irre mich. Da, aber das ist Rating 2.0. Trotzdem könnten da noch Doppeldecker vorhanden sein und andere. Also Neulinge auf jeden Fall. Bei 2 Rating von 2.0 seht ihr natürlich auch sehr viele. Ja, ich sag mal so, könnten Veteranen vorhanden sein, Anfänger und halt so der Mittelstand, ne? Aber ihr habt die auch. Ja, 20 mm mit drin und ja, böses Teil. Vor allem die Ki 45er finde ich allgemein cool. Gut, einer von ihnen hat eine zu hohes. Welcher war's? Ja gut, das sind die drei, glaube ich. 37 mm Kanone. Genau. Da müsst ihr halt perfekt zielen. Ich sag mal so. Bei schweren Geschützen, das habe ich zumindest so gemacht. Alle Geschütze sind auf der linken Maustaste, aber trotzdem habe ich mir extra für das zweite Geschütz auf die rechte Maustaste gesetzt. Dann kann ich damit wie snipen. Bringt manchmal was. Manchmal bringt es was. Ja, wie gesagt, also die Japaner lohnen sich echt zu fliegen. Manche sind natürlich recht schwierig. Hier Ki 49, die haben immer so ein bisschen gehandicapt. Sind halt Bomber, Ki 67. Aber es lohnt sich trotzdem. Es macht Spaß, vor allem die Jagdmaschinen. Also, oh Mann, ich liebe sie. Dass immer wieder was Neues hinzukommt, das nervt mich manchmal hier bei der N1 dann da, ne? Jetzt Raketen da schon länger her. Ja, Raketen, die ich nicht brauche. Aber gut. Ja, ich hoffe, das hat der kleine Einblick in den Zeros hat euch ein bisschen gefallen, ne? Hoffe ich mal. Unterschätzt die Dinger nicht. Die hauen ganz gut rein. Die haben natürlich halt, wie gesagt, den Nachteil, dass sie schnell brennen. Leider. Aber, naja. Daher, dass das ja mit dem Fischöl damals gemacht worden ist und ich raff es nicht, ich raff echt diesen Sinn nicht, dass man damals da nicht dran gedacht hat, dass der Feind Brandmunition verwendet auch, dass das dann, aber gut, hey, es war damals, sie wollten ihre Flugzeuge noch wendiger und schneller machen und haben dann halt alle möglichen Mittel genutzt. Ja, naja, war trotzdem eine scheiße Idee. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommi da, lasst ein Like da oder wenn ihr wollt, neu seid, ne, ein Abo da und ja, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.